Hallo, wir spielen heute wieder Defense Grid 2. Wir haben letztens Angebot und Nachfrage gespielt, also bei der Kampagne. Und jetzt spielen wir Aufschub, der dritte Teil der Kampagne. Let's go. Gut. Sie wurden überfallen und haben keine Verteidigungen online. Was geht hier vor? Das ist Goresh. Die Aliens haben die Verteidigung in nur wenigen Tagen durchbrochen. Die Leute reagierten mit dem einzigen, was sie noch hatten. Okay. Tribut. Sie dienen den Aliens? Dienen, versorgen, überleben. Mein Gott, sag mir nicht, dass sie ihnen die Kerne geben. Sie geben ihnen alles, was sie wollen. Und das Einzige, was die Aliens wollen, sind Kerne. Commander, ich habe einen neuen Tesla-Turm online gebracht. Er wird uns immens gegen alle Aliens mit Schilden helfen. Wir werden ihn brauchen. Aliens sind gelandet und wir können nicht zulassen, dass sie die Lieferung mitnehmen. Gut, Geschützturm, Geschützturm. Wie viel kostet ein Tesla? Okay. Oh, ah, die putzelt aber ganz schön viel weg. So, noch ein schönes Tesla. Gut. Da kommt noch ein Tesla hin. Auf Boost-Türmen kann man andere Türme bauen. Mhm. Doch, echt, kein Scherz. Finde ich gut. Kai, was denkst du über diese KI? Zakara? Sie scheint ganz okay zu sein. Ist sie das? Sie wirkt etwas verspannt auf mich. Jeder wirkt verspannt auf dich. Tja, ich war schon immer stolz darauf, flexibel zu sein. Das gewisse maskuline Etwas zu haben. Ah ja? Wenn du damit meinst, dass du eine große Klappe und zu allem eine Meinung hast, na dann stimme ich dir zu. Gedacht, wofür die Aliens eigentlich die Kerne brauchen? Wir sind immer davon ausgegangen, dass sie damit ihre Technologie mit Strom versorgen, wie wir auch. Ja, vielleicht. Mann.
Bist du das? Oh mein Gott. Real? Ich bin es. Es freut mich zu sehen, dass du überlebt hast. Hab ich. Ich glaube es zumindest. Meine Erinnerung ist Abendessen um 8 und ganz schön gelb. Was ist los mit ihr? Ich befürchte, die Aliens haben sie beschädigt. Sie wäre nicht die erste KI, die Schaden davon getragen hätte. Mein Beileid. Wir sind alle betroffen, Fletcher. Real war eine unserer weisesten KIs. Wir haben einen Kern zurück. Kämpft sie nicht. Die Aliens müssen besänftigt werden. Allerdings. Sie müssen vernichtet werden. Wir können dir helfen. Wenn ihr uns helfen wollt, dann geht. Mhm. Wenigstens sind wir noch am Leben, selbst wenn wir dafür bezahlen müssen. Strauß-Auswirkungen. Aber wenn ihr geht, dann helfe ich euch und programmiere euren Orbitallaser neu, sodass er zusätzliche Ressourcen hinzufügt, wenn er feuert. Oh, das hört sich sehr gut an. Wie hört sich das an? Wir müssen ihren Wunsch respektieren und weiter zum Planeten Teket reisen. Dies ist ihre Heimatwelt. Unter keinen Umständen werden wir die Leute hier zurücklassen. Sie hat nicht ganz Unrecht, General Fletcher.
Ohne die Hilfe der Bewohner ist es ein schlechter Ort, um unsere Passagiere abzuladen. Es ist schwer, Aliens und Einheimische zu bekämpfen. Unsinn! Vielleicht haben wir die Aliens gereizt, aber besser so als Sklaverei für die Menschheit. Gut. Das wär's dann mit unserer Folge von Defense Grid 2. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!